Ja, und willkommen zum dritten Teil, zum dritten Fahrtag TED Süd Frankreich. Nach einer guten Nacht im Zelt ging es am nächsten Morgen los und der erste nicht asphaltierte Abschnitt hat auch nicht lange auf sich warten lassen. Eine schnelle Schotterpiste durch mediterran anmutende Wälder, schön zu fahren, gut zum Wachwerden. Dann ging es dann raus, die Landschaft öffnete sich immer mehr. Es gab gute Panoramaaussichten und dann ging es ab durch lauter Olivenhaine, soweit das Auge blickt. Der Tag heute, der war irgendwie nicht so der reine Offroad-Tag oder ein Tag mit hohem Offroad-Anteil. Es war ein Reisetag. Es war ein Tag, eine Streckenführung, perfekt eigentlich für Reise-Enduros, wobei ich mit meiner kleinen, leichten 96er da auch sehr viel Spaß hatte, wie man hier in den Kurven sieht. Es war sehr abwechslungsreich. Die Offroad-Passagen nicht zu hart. Die Straßenpassagen ließen sich schön flüssig fahren. War mal was ganz anderes. Ja, und sagte ich nicht eben noch was? Keine harten Offroad-Passagen, flüssig zu fahren, perfekt für Reise-Enduros. Hier seht ihr, dass es auch anders gehen kann. Es sieht jetzt vielleicht auf dem Video, wie immer auf solchen Videos, nicht besonders aus, aber hier waren dann teilweise schon größere Felstreppen, die zu überwinden waren, aber auch gut zu fahren. Was ich in den paar Tagen in Frankreich jetzt gelernt habe, ist immer am Gas bleiben, Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Ja, da ging's schon ab. Eine schöne, schnelle Schotterpassage. Gerade bis zum Horizont. Richtig schön zur Geschwindigkeit aufnehmen. Aber damit war es dann schnell vorbei. Man kam auch schon wieder so ein Trail wie hier. Relativ steinig, sehr zugewachsen. Aber auch der hat einfach nur Bock gemacht zu fahren. Und das Wetter traumhaft. Ein Tag des wechselhaften Wetters. Ihr seht, so langsam wird der Himmel grau und auch der wechselhaften Vegetation. Innerhalb weniger Kilometer hat sich der Bewuchs gewandelt vom mediterranen zum, naja, ich würde sagen, heimischen mitteleuropäischen Wald, wie man ihn von zu Hause kennt. Wenn man sich das hier anschaut, naja, das könnte auch irgendein Feldweg wie bei uns sein, nur mit dem Unterschied, die Spaziergänger da vorne haben nicht die Faust gezeigt,
sondern haben eher noch gewunken. Vive la France! Fahrtag neigt sich dem Ende entgegen. Heute Morgen wirklich noch mediterranes Klima. Und jetzt hier in den Cevennen, man sieht, es sieht völlig anders aus. Fast ein bisschen schroff, ein bisschen trostlos hier mit den Bäumen. Aber auch noch ein paar sehr interessante Tracks. Ja. So vielseitig kann das alles sein. Es war heute mehr Straße dabei als gestern. Es soll heute Nacht ziemlich kalt werden, deswegen geht es jetzt ins Hotel. Ich habe nicht so einen dicken Schlafsack dabei, da bevor ich da heute Nacht erfriere. Ja, aber trotz allem bis jetzt eine super Tour. Einfach noch ein bisschen hier die Strecke genießen. Das sieht aber auch toll aus hier. Da oben mit diesen ganzen Felsen und Steinen.
Komplett anders, wie ich heute Morgen gestartet bin. Da sah das komplett anders aus, die Landschaft. Und jetzt sowas. Heute Morgen durch irgendwelche Olivenhaine gefahren, was weiß ich, mit steinigen, felsigen Boden. Und jetzt das. Da oben. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da liegt sogar noch Schnee. Also. Da willst du nicht übernachten. Auf jeden Fall nicht im Zelt. Es sei denn, man hat einen Winterschlafsack dabei. Aber aus Platzgründen ist der große Schlafsack zu Hause geblieben. Ja. Ist halt doch noch März. Hier und mal wieder so ein bisschen in die Realität zurückgeholt. Gestern mediterranes Flair, La Dolce Vita. Gut, wir sind in Frankreich, aber trotzdem alles super. Ja. Und jetzt ist hier, naja, ich denke mal nicht viel anders als in Deutschland. Gut, man ist hier ja auch ein ganz Stückchen höher, ne? Ja, und dann gab's sogar noch Schnee. Ein Schneefeld. Ja, mediterranes Klima vorbei, würde ich mal sagen. Noch ein Foto gemacht, die Aussicht genossen. Und dann sollte es weitergehen ins Hotel. Das ist getreu dem Motto, wenn Abenteuer, dann Abenteuer. Ich habe eben über Booking eine Unterkunft gebucht, bin da hingefahren und es war zu. Dann habe ich nebenan einen Kaffee getrunken, hatte halt mit dem Support von Booking gesprochen und dann kam halt irgendwie die Nachricht hier in der Nähe. Und dann war der Akku der Kamera leer. Wie ihr seht, bin ich doch noch am Hotel angekommen. Booking hat mir eine Ersatzunterkunft gestellt und lecker essen, lecker Bierchen. Ab ins Bett. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abo, Glocke aktivieren und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.